Alles, was ihr für die spitzen Herzshots braucht, sind eine selbstklebende Folie, natürlich eine Hose, ein Behälter, Textilfarbe in Weiß, ein Pinsel, Spitze, ein Stift, eine Schere und Textilkleber. Zuerst nehmt ihr euch wieder eure Jeanshose und ihr seht ja hier schon, ich hatte die jetzt mal an und habe mir da einfach ein ganz normales Tape drum geklebt, wo ich die abschneiden möchte. Und genau, dann mache ich das nämlich auch einfach. Das ist auch eine relativ einfache Methode, um einfach gerade irgendwo an der Linie lang zu schneiden. Ich schneide jetzt hier unter dem Kreppband entlang, da ich einfach noch ein bisschen Spielraum haben möchte. Und genau, fange ich jetzt mal an. So, wenn ihr das dann erledigt habt, habt ihr hier ja schon mal die eine Hälfte und dann nehmt ihr einfach die andere Hälfte, legt die gerade auf euren Tisch und übertragt einfach das andere Bein, legt es dann so drauf und dann könnt ihr einfach hier an eurer Naht entlang schneiden. Ihr könnt eure Hose natürlich auch an beiden Seiten mit diesem Tapeband versehen. Dann ist das Ganze eigentlich noch einfacher und man gelangt noch schneller zu einem besseren Ergebnis. So, ich habe hier jetzt so eine Folie gemacht. Da ist jetzt zwar nicht nur ein Muster drauf, aber das ist einfach eine Reihe, weil ich das jetzt nicht jedes Herz wirklich komplett einzeln draufkleben wollte. Und deswegen habe ich jetzt hier einfach mal so eine Reihe gemacht, die ich dann immer so aufkleben werde und dann mehrere Herzen auf die Hosentaschen eben machen werde. Hier nur wieder darauf achten, dass hier nichts durchdrückt. Also am besten legt ihr euch hier in die Tasche eine Pappe rein oder Papier rein und auch nochmal hier in das Hosenbein. Kann ich auch schon loslegen. Ihr nehmt also diese Folie. Und zieht die dann ganz vorsichtig ab. Und dann könnt ihr eure Folie einfach auf das erste Motiv kleben. So, und dabei müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr das alles richtig gut verklebt, also dass keine Farbe mehr zwischen den Jeansstoff und die Pappe gelangen kann. Weil sonst kann es eben sein, dass eure Form dann nachher eben nicht mehr so aussieht, wie ihr sie eigentlich geplant hattet. So, ich habe die Marabou Textilfarbe jetzt mal ein bisschen hier auf die Seite gegeben. Ich habe leider kein sauberes Schälchen mehr. Falls ihr das wieder erkennt, das ist aus meinem Video für den Galaxy Print Pullover. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr da ja auch mal draufklicken. Ich verlinke es euch in der Infobox. Aber jetzt hier nehmt ihr dann euren Pinsel oder euren Tupfer und tupft vorsichtig mit der Textilfarbe. Auf eure Stellen und dabei müsst ihr wirklich darauf aufpassen, dass ihr nicht über eure Pappe drüber kommt, dass ihr wirklich nur den Bereich malt, wo ihr wirklich auch Farbe hinhaben wollt. So, wenn ihr dann damit fertig seid, könnt ihr noch mal an einigen Kanten ein bisschen korrigieren, aber das könnt ihr nachher auch noch mit einem Pinsel machen. Auf jeden Fall zieht ihr dann eure Folie ganz langsam ab
passt dabei wirklich auf, dass ihr keine Farbspritzer irgendwie hier. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und als nächstes platziert ihr dann eure Herzchenreihe dahin, wo ihr sie als nächstes haben möchtet. Ich möchte sie jetzt so ein bisschen versetzt machen. Das ist jetzt daraus geworden. Also ich dachte mir irgendwie nur Herzen, das finde ich langweilig. Und habe dann jetzt wieder überlegt, was ich noch machen kann. Und dann habe ich einfach meine blaue Farbe, die ich noch übrig hatte vom Galaxy Pullover, auch von Marabou. Hier kann ich euch die mal zeigen. Die ganz normale Textilfarbe in der Farbe Mittelblau. Und die habe ich dann einfach ein bisschen mit dem Weiß vermengt. Und ich muss gestehen, bei mir hat es auch nicht hundertprozentig gut funktioniert mit dieser Technik, mit dem Drauftupfen, weil manche Herzen waren dann irgendwie doch ein bisschen unförmiger. Und dann habe ich das auch dadurch versucht, ein bisschen zu kaschieren. Aber das finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung, weil jetzt ist das so ein bisschen asymmetrisch. Und genau, also ihr seht es ja, ich habe da jetzt beide Seiten. Vorne habe ich nichts mehr gemacht, weil mir das dann irgendwie doch ein bisschen zu viel wurde mit der Farbe. Und ich habe hier noch eine andere Idee. Und zwar will ich jetzt diese Spitze auch noch hier an die Hosenbeine bringen, damit das halt irgendwie so ein, ja, damit es halt irgendwie süß aussieht, keine Ahnung. Und dafür nehmt ihr einfach euren Textilkleber. Ich habe hier einen von Pracht. Ich euch mal hier. Der hat 2,99 Euro, glaube ich, gekostet. Ist oder hört sich vielleicht teuer an, ist es aber eigentlich gar nicht, weil ihr habt da wirklich richtig lange was von. Und ich meine, für Leute, die nicht gerne irgendwie nähen, ist der Kleber schon wirklich eine Erleichterung, weil der hat hier so eine dünne Spitze und damit kann man wirklich richtig viel machen. Und ja, dann zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich damit vorhabe. Und zwar will ich die nicht drunter, also ihr könnt die natürlich auch drunter setzen, so eine Spitze. Dann würde es so aussehen. Aber ich will irgendwie, dass das wirklich da drauf geklebt wird. Dass es so aussieht, da könnt ihr, wie gesagt, variieren. Ihr könnt auch irgendeine Spitze nehmen. Also da gibt es wirklich viele, viele verschiedene Varianten. Könnt ihr einfach irgendwie mal in eurem Bastelladen oder Stoffgeschäft fragen, was die da so für Sachen anbieten. Und dann klebe ich einfach hier so einen dünnen Streifen auf den ersten Teil und ich fange hier am Hosenbein, wo man es nachher nicht mehr so gut sieht, fange ich jetzt mal an. Dann guckt ihr, dass die Spitze wirklich genau übereinander aufhört. Und dann schneidet ihr einfach die restliche Spitze. So, und das war's auch schon. Hier seht ihr mein Endergebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn euch meine Ideen generell gefallen, dann würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr auf Abonnieren klickt. Und ja, das nächste DIY wird dann am Wochenende kommen. Bis dann, tschüss!